Moin. 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 Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Ja. Ja. So, und du? Ist der Kaffee noch heiß? Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. So, hier ist dein Brot. Moin, Mäuschen. Ja, super. Ja. Entschuldige, dass ich lache. Das ist gemein. Aber werter Hörer, heute Morgen erleben Sie eine Sensation, denn wir hören nichts. Beziehungsweise wenn, dann I'm a sexy voice. Ja, und das sind hier jetzt nicht die internationalen Jodelwettkämpfe. Nein, sondern das ist der Psychologe, der viel zu viel gelabert hat. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Was, zu viel gelabert? Ich bin erkältet, Mann. Ach, das sagst du so. Oh. Kann nicht angehen, ne? Ja, du weißt doch, Klischee. Mhm. Männer und so und krank. Ja, ich muss leiden. Ja, aber Gott sei Dank, also da bin ich ja sehr, sehr glücklich. Du bist ja Gott sei Dank nicht so ein Mann, der dann umfällt und bei einer Grippe schon irgendwie nach dem Beatmungszelt schreit und sowas. Ich bin ein absoluter Einzelleider. Also ja, mir geht's echt auf den Das bist Zeiger, du. Wenn ich dann, also ich mag gern betüdelt werden, auch von dir, ist keine Frage, aber ich muss echt meine Ruhe haben. Ja. Was ich mache, ist Sleep and Read. Ja, Sleep and Read, ja. Ganz bekannt. Das, so, genau. Ne? Und Bett zwischendurch kommt. Immer noch wieder ein bisschen Eat, ne? Eat, das ist sleep ja das and Gemeine. Und das ist auch das Gute. Da bin ich in guter Hoffnung. Der Appetit ist ja irgendwie noch ein bisschen da, ne? Ja, genau. Nicht mehr so üppig, das ist ja auch gut. So ein bisschen Äpfelchen und so ein bisschen Brötchen, das geht hier noch, und Brot. Aber wenn es sich besser geht, dann gehe ich am Montag zum Arzt. Du, also Psychologe ohne Stimme ist wie ein verschonter Fahrrad. Ja, vor allen Dingen, wenn du Kopfschmerzen hast und dir geht's dreckig. Ja. Das ist aber auch so eine Sache, ich glaube, es gibt ja viele Menschen, die sich bis zum Umfallen in den Job prügeln. Ich finde das manchmal gar nicht so gut. Es zeugt ja von einer gewissen, wie soll ich sagen, heldenhaften Einstellung zu sagen, nö, also das kriege ich schon irgendwie hin. Aber manchmal ist ja auch Ansteckung angesagt. Und gerade so im Pflegebereich vielleicht oder gerade mit Patienten ist das, finde ich das nicht so gut, wenn da so eine kleine Rotznase einem gegenüber sitzt. Das ist auch manchmal bei Patienten, die dann zu mir kommen und ja klar, und die haben einen Termin und die wollen mich dann auch nicht sitzen, sondern also kommen die voll verrotzt und wollen mir dann auch noch die Hand geben. Ich sage, das ist ganz lieb von Ihnen, aber hallo. Jeden Tag, den ich nicht arbeite, verdiene ich auch kein Geld. Oh, nö, natürlich dann, nicht. Nö, aber dann, ja. Na? Ja. Ach Mann. Aber es tut mir ja immer leid, ich habe ja so einen mütterlichen Instinkt dann. Ich möchte ja am liebsten dann in Watte packen. Und ja, aber das ist ja auch so eine fiese Nummer. Dann frage ich dich, kann ich dir irgendwie helfen? Möchtest du irgendwas? Nein, das ist schon so schwer genug. Ja. Toll, ganz toll. Und auf der anderen Seite, ganz ehrlich, in welchen Situationen hat man als Kerl schon sonst die Möglichkeit, mal seine weichen Seiten zu zeigen? Das stimmt, das stimmt. Weißt du, wir sind ja noch gerade so, Fußball, heute ist ja nun das Endspiel. Das hat mich eigentlich die ganze WM über fasziniert, wie unglaublich emotional Männer sein können. Es wird immer so gesagt, so klischeehaft, oh, Männer und Gefühle, da dürfen sie ja rauslassen. Ja. Was wurde gekuschelt, was wurde geknuddelt, was wurde getischert? Ja. Unglaublich. Da wurde gehoben und umarmt und da wurden Fotografen in die Ecke geschmissen und also war ja kein Halt mehr. Ich habe mich darüber gefreut, habe aber gleichzeitig gedacht, verdammt nochmal, was erzieht man den Jungs eigentlich ab, wenn sie im täglichen Leben so weit weg von sowas sind. Ja. Also da werden schlimmste Schicksalsschläge irgendwie verteilt und Männer können nicht weinen. Oder, Was übrigens auch was Schmerzempfinden angeht. Also ja, nehmen wir nochmal Fußball, also wie die sich manchmal da in die Beine gehen. Ja, Wahnsinn. Und das ist ja nicht nur, wie heißt unser Freund, der immer so, der Neymar, der sich da mach mal den Neymar, mach mal den Neymar, der immer so ein bisschen Theater macht. Aber hallo, aua, das tut weh. Ja. Aber, um es vielleicht auch nochmal jetzt zur Ehrenrettung von Männern und Frauen, es wird ja mal so gesagt, so Männer und die leiden mehr und die sind irgendwie so. Nee, ich habe es gelesen im Krankenbett. Mit das Schmerzempfinden von Frauen und die Schmerzempfindlichkeit von Frauen. Man höre jetzt meine aufgeregte Stimme.
Sorry. Ich muss immer lachen, das ist so lustig. Ist schön. Ja. Mhm. Ist wirklich höher. Das heißt, ihr Frauen, es sei denn, ihr seid schwanger, das war das ganz viel mit Östrogen und Progesteron und sowas mit den Hormonen zu tun. In dem Moment, wo ihr schwanger seid, dann verändert sich auch das Schmerzempfinden. In welche Richtung? In Richtung Schmerzunempfindlichkeit. Oh, das erzählt meiner Frau, die gerade ein Kind kriegt. Ja, die werden gute Idee. Das hat die Natur irgendwie schon ganz gut anscheinend eingerichtet. Ja, das ist so easy, weißt du das? Hallo, ich war noch nicht schwanger. Beweg dich doch nicht auf diese Gebiete, auf denen keine Ahnung hast. Rein wissenschaftlich, Männer. Was sind das für Wissenschaftler? Also, sowieso, was? Rede du. Ich weiß, die Menschen wollen mich hören, das ist mir schon klar, aber nein. Aber doch nicht so. Nee, so nicht. Ne? Nein, aber jetzt mal ernsthaft, wo immer gesagt wird, und Männer leiden. Ja, wenn wir denn leiden dürfen, dann haben wir vielleicht auch mal einen Raum. Vielleicht ist das der Punkt, genau der. Aber ansonsten ist das Motto, Indianerherz kennt keinen Schmerz und auch keine Grippe. So, hast du Winnetou schon mal mit Grippe gesehen? Jo, das wäre doch niedlich, ne? Hast du Schädelhänden mit Stimmbruch? Oh, du mein Bruder. Oh, Challenge. Nee. Ich hatte jetzt die Schnauze. Ja. Aber da hast du recht. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass Männer glücklich sind oder so eine Erlaubnis brauchen. Eine Erlaubnis, jetzt können sie leiden. Ne? So, jetzt darfst du, jetzt hast du eine Grippe, jetzt leide. Und das dann mal so richtig rauslassen. Und dann gehst du auf die Couch und dann mit allem drum und dran und... Das und ganz ist ehrlich, ich finde es so, wenn ich so drüber nachdenke, mich auch so als kleiner Junge und so, ich fand es, wenn ich dann mal krank war, und dieses so, Mutti kommt und gibt dir dann einen Tee, einen Keks, ich weiß nicht, einen Tischi. Und das war so beruhigend, das war so schön und so. Und jetzt, wenn ich dann so in meiner Kemenate liege und so vor mich hin lade, du kommst dann an und so. Und Tische. Und so. Das hat so was von früher, sagen sie. Also dieses Gefühl von so ein bisschen so Geborgenheit und da ist jemand da, man ist nicht so ganz allein, sie ist sich umsorgt fühlen. Aber daran siehst du... Das ist schon schön. Ja. Aber das gilt auch für Frauen genauso, oder? Auf jeden Fall. Aber ich bin ja genauso wie du auch ein Einzelleiter. Das heißt, ich mag das gerne, wenn du dich dann um mich kümmerst, aber ich finde es auch gut, wenn du dann ein Nein für ein Nein nimmst. Wenn ich das sage, so ist es gut... Ich brauche jetzt wieder meine Zeit für mich. Ich muss ein bisschen vor mich hinstöhnen oder irgendwie sowas. Dann ist auch gut. Mhm. Das geht dir ja auch so. Das ist so. Dann kann es auch ein zu viel des Umsorgtseins geben. Also ich weiß nicht, ob das was mit Nähe und Distanz zu tun hat. Gibt es ja immer so, dass es gibt Menschen, die brauchen viel Nähe. Mhm. Es gibt Menschen, die sind eher so ein bisschen auf Distanz gepolt. Die mögen gar nicht immer so viel Nähe. Dass wir alle Menschen irgendwann in unserem Leben und im Alltag Zuwendung und so weiter brauchen. Das steht außer Frage. Aber so dieses prinzipielle Beziehungsmodell, da weiß ich nicht. Also ich glaube, da bin ich eher so ein bisschen Distanzler. Und du ja eigentlich auch so ein bisschen. Also und nicht dauernd. Wir brauchen Auszeit. Und wer Schmerzen hat, egal, also ob du Zahnschmerzen oder Kopfschmerzen oder so. Schmerz hat ja eine überlebenswichtige Funktion. Das heißt, der Schmerz signalisiert dir, hallo, da ist was nicht in Ordnung, kümmere dich um dich oder zieh die Hand weg, weil es heißt, die Herdplatte oder so. Ein Schmerz möchte nicht ignoriert werden. Richtig. Ein Schmerz möchte, dass du dem Schmerz aufmerksamkeit widmest. In der Hypnotherapie kannst du, in der Hypnose kannst du versuchen, bei chronischen Schmerzen zum Beispiel oder auch bei Eingriffen, versuchen, die Aufmerksamkeit abzulenken vom Schmerz. Das kannst du mal machen, so mal. Aber dauerhaft ist es nicht Sinn des Schmerzes. Sinn des Schmerzes ist, pass auf und sieh zu, dass du da irgendwas veränderst, dass der Schmerz wieder weggeht. Kann man mich verstehen? Ja. Gut. Oh, unglaublich. Ja. Apropos Hypnose, das geht ja auch nicht bei jedem. Das ist ja so eine lustige Geschichte, dass man immer denkt, da wird so dreimal gesagt, bo, sein Huhn und dann geht's gaganus. Ich weiß, dass zum Beispiel das absolut nicht geklappt hat. Ich habe solche Zahnprobleme und dann Zahnschmerzen und überhaupt und ganz schlimm. Das geht überhaupt nicht mit Hypnose. Bin ich nicht der Mensch für. Na, du bist ja ein Mensch, der gerne Kontrolle behält und es gibt Menschen, die sind sehr suggestibel, so nennt man das. Also die kannst du sehr leicht in Trance
auch versetzen. Weil sie es auch wollen. Das ist ja eine Sache des Willens. Übrigens die Kunst, wenn du so Showhypnose, wo ich echt meine Probleme mit habe, weil Hypnose ist ein wissenschaftliches, ein ärztliches, ein medizinisches Verfahren. Showhypnose besteht darin, dass wenn Leute auf die Bühne kommen, die wollen schon, die sind, ich habe das mal erlebt, dass bei einer Fortbildung, da war ein bekannter Hypnotiseur aus Amerika da und der hat eine Fortbildung gemacht, da kamen die auf die Bühne und der hat noch gar nichts gemacht, die waren schon in Trance. Und der sagt, geht noch gar nicht los und bleiben wir nochmal hier. Ne? Einfach weil die Bereitschaft schon so da. Und ich bin jemand, wenn ich Vertrauen habe und ich bin ein vertrauenswürdiger Mensch, mich hat man immer gerne so als Versuchsobjekt genommen, weil Hypnose ist ein sehr angenehmer Zustand. Ich empfand das als sehr angenehm. Aber du kannst, um auch das mal noch deutlich zu machen, du kannst jederzeit aus der Hypnose selbsttätig auch wieder abbrechen. Und wenn du hast es auch ein Stück weit selbst unter Kontrolle, wie tief du denn auch gehen willst. Mhm. Ne? Jetzt habe ich schon wieder kalten Mund. Also dafür redest du ganz viel. Ja. Du kannst einfach nicht anders, gib's zu. Nee, gib mir ein Mikrofon. Ja, oder eine Leuchte oder irgendwas. Mhm. Eine Kamera und der junge Mann blüht auf. So. Also nochmal. Man nennt das Rampensau-Phänomen. Dankeschön. Also zum Thema Männer und Frauen und Schmerzen, jetzt mal ganz klar und eindeutig wissenschaftlich belegt. Ihr Frauen, leider Gottes, das will keiner, aber ihr seid schmerzempfindsamer, liegt an den Hormonen, so sagen die Wissenschaftler. Habt auch eine niedrigere Schmerzschwelle. Da gibt es so Experimente, da wird dann geguckt, so, da wirst du dann wieder an zu einer Heizung angeschlossen und ab wann sagst du Aua und ganz toll Aua und so. Okay. Aber man fragt sich Hormone, das eine und das andere ist eben... Haut, Lederhaut, Männer haben so eine andere... Ja, vielleicht auch das, aber vor allen Dingen auch diese soziokulturelle Erziehung. Indianer hält es gern keinen Schmerz. Also, ja. Du wirst leider als Junge wirklich in diese Richtung, sei doch kein Mädchen. Mhm. Mädchen zu sein ist ja ein Schimpfwort. Ja, genau. Das habe ich auch noch nicht wieder irgendwo unterwegs gehört. Da habe ich auch gedacht, was ist das denn? Also im ganz kleinen Knirpschen zu sagen, dass irgendwie Mädchen zu sein etwas ganz Schlimmes ist. Was soll ich denn tun? Ich konnte ja auch nicht einfach mal eben sagen mit 6, hallo, ich hätte gerne eine Geschlechtsumwandlung, ich wäre gern Junge gewesen. Hallo, ich sollte ein Junge, nee, Quatsch, scheiße, ich sollte ein Mädchen. Sortier doch nochmal, guck doch nochmal nach, wie das so aussehen. Ich sollte, hat meine Mutter mir irgendwann mal gesagt, ich sollte ja ein Mädchen werden. Ja, wenn du so weiter jodelst, kommst du ja bald hin. Es hat auch fast geklappt. Ne? Ja, unwesentlich. Ja. Unwesentlich. Ist so, da was daneben gegangen. Gibt es noch irgendetwas Wichtiges, was du zu... Also ich hatte es im Mund, habe ich schon dreimal gesehen. Das ist so niedlich. Also, was man dazu nur sagen kann, und das werde ich heute wieder mit dir tun, ich werde dich wieder umsorgen. Ja. Ne? Denn das ist ja auch das Komische, wenn der Partner krank ist, irgendwie geht es einem dann selber ja auch nicht so richtig gut, wenn man nicht, weil man so mitleidet, aber mir jedenfalls tut es so leid. Ja. Mir tut das leid. Ich mag nicht, wenn du Schmerzen hast, wenn es dir nicht gut geht. Das finde ich ganz furchtbar. Und ich habe auch Angst. Das kommt dazu. Wir beide haben ja schon mal im Leben erlebt, und das ist noch nicht so lange her, dass es auch mal etwas ernster werden kann. Und seitdem habe ich auch immer ein bisschen Schiss. Also wenn ich aus deinem Raum, hätte ich fast gesagt, wenn ich aus deiner Betthälfte da, wenn ich schönes Schnarchen und Röcheln höre und hüste, bin ich eigentlich beruhigt. Dann ist der Kleine, röchelt noch. Er atmet noch. Aber wenn das so ganz ruhig ist, dann muss ich doch schon mal gucken. Aber das geht, glaube ich, so. Vielen so, die auch länger zusammen sind, dass man doch aufeinander achtet. Und das ist wichtig, dass man in der Partnerschaft auch aufeinander achtet. Ja. Dass man auch dafür sorgt, dass es dem anderen auch gut geht. Ja. Dass man es ihm liebevoll macht. Diese kleinen Gesten so. Ne? Mal über die heiße Wange streicheln, mal einen kalten Waschlappen und mal den Zitronen. Kalten Waschlappen. Oder wenn du irgendwas Besonderes möchtest. Ich muss immer, wenn es mir schlecht gegangen ist und dann ich mich so langsam berappel, brauche ich immer einen Zitronenpudding. Warum das so ist, weiß ich nicht. Es war schon als Kind so. Konditionierung. Nein, meine Mutti hat mir dann immer, Renate hat mir dann immer Zitronenpudding gemacht. Und jetzt macht dann Michael. Ja, Michael macht dann Zitronenpudding. Und also bei dir ist es ja auch so, dass du kannst den Tee gut vertragen und dann irgendwann, und jetzt im Moment kriegst du ein Eis, ne, für die dicken Mandeln und so.
Und wenn du deinen Apfel hinein... Das geht auch nicht so flüssig. Mhm. Hier mit dem Apfel, du nagst da auch ziemlich drauf rum. Schlucken tut weh. Ja. Mhm. Ja. Ja. Und was machen wir? Wir pflegen dich weiter. So, in dem Sinne. Ja. Das Runde muss wieder ins Ehe. Ne? Du gehst wieder ins Bett. Ja. Also, ihr Lieben, einen wunderschönen Sonntag wünschen wir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.